Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Im letzten Part haben wir... Oh Gott, jetzt nehme ich das hier auf. Ah, egal. Ja, sind wir in dieser Welt angekommen. Beim Beast. Mit dem Beast stimmt was nicht. Habe ich gespeichert? Ich habe nicht gespeichert. Fuck. Voll vergessen. Ja. Sind wir angekommen und wollen jetzt gucken, was mit Beast los. Oder eher gesagt, wir wollen die Gefangenen befreien. Und Ara ist immer noch da. Yep. Moment mal, wir haben diesen ganzen Flügel geskippt. Wie könnt ihr nur? Oh Gott, hallo Wampe. Volltreffer. Leben tust du leider immer noch. What? Das will ich auch können. Ach, kann man sogar abblocken. Okay. Schön, dass ich das weiß. Da ist noch so wenig Gegner hier. Naja. Ich vergesse immer, dass was du siehst, wenn ich davon mit Fraps aufnehme, das eh scheißegal ist, weil der Ton dort ist eh aus. Sonst würde ich den Ton noch mal ein bisschen verzögert hören und das ist doch irgendwie komisch. Er muss hier irgendwo einen Weg, es muss hier irgendwo einen Weg geben, der ins Kellergewölbe führt. Und ich kenne die auch zufällig, Sora. So, Gegner? Keine Gegner. Ihr steht da oben immer noch ganz schön. Hallo du. Hier ist er. Total nicht zu sehen. Was wird das, wenn man hier fragen darf? Ich hab keine Ahnung. Ja. Versuche, die Kommode zu verschieben. Die darf nicht aufwachen. Wenn sie wach ist und wir schieben, dann merkt sie was, oder? Ja. Oh Gott. Warum gibt es eigentlich immer im Schloss des Biest irgendein Minispiel? Sei es, oh, die Leute dürfen dich nicht sehen. Oder die schieben. Ja. Hat sie was gemerkt? Nee. Okay. Ich hatte es mir hier so schön gemütlich gemacht. Warum musstet ihr mich wecken? Ich hab doch keine Ahnung. Kann ich euch helfen? Ha? Was? Ach ja, Belle möchte, dass wir für sie in das Verlies gehen. Heiliger Bimbam. Ihr wollt meinen Freunden helfen? Warum sagt ihr das nicht gleich? Facepalm einfügen. Verzeiht, wenn ich euch erschreckt habe. Wisst ihr, ich war auch mal ein Mensch. Bis die Zauberin mich verhext hat. Welche Zauberin? Malefiz? Nee. 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 Ich wurde zu einer Kommode, als auch der Prinz in ein Biest verwandelt wurde. Der Prinz wurde... Ach nee, das sagt Donald. Der Prinz wurde zum Biest? Das Biest ist ein Prinz? Ja, und du bist eine Schildkröte unter Wasser. So ist es. Obwohl sein Benehmen damals alles andere als eines Prinzen würdig war. Und ihr wurdet verzaubert?
Es trug sich an einen kalten Winterabend zu. Mach's bitte kurz. Alle hören gespannt hin. Aber lassen wir das. Oh. Ihr könnt euch den Rest anhören, wenn ihr die anderen gerettet habt. Dann könnt ihr die Story auch gleich dreimal hören. Oder wie viele auch wir retten noch müssen tun. So habt ihr wenigstens etwas, auf das ihr euch freuen könnt. Ja. Also sowas. Nun geht, husch, das Verlies ist feucht und kühl. Normalerweise ist es feucht und warm. Jedenfalls kein Platz für eine Uhr. Eine Uhr? Ihr werdet bald wissen, was ich meine. Okay. Also, dann wollen wir mal. Ich hab das gut überlesen. Weil ich böse bin. Okay. Na dann, was erwartet mich jetzt hier? Ich weiß es schon. Ja, du kennst das ja alle schon. This must be it. Oh. Hi. Okay. Ich glaube. Ja, wobei, hier kommen nicht viele Gegner helfen. Vor allem levelt man, indem man Gegner haut. Leute, hier gibt es so viele Sticker. Darf ich hier auch mal angreifen? Du Scheiße. Was? Was? Warum kommt jetzt schon Mickey? Weil der kommt bis zuvor ist, glaube ich. Kommt er immer gleich sofort? Weiß nicht mehr. Eigentlich ja nicht. Doch, weil ich bin in Mickey. Okay. Ich muss den finishen. Okay. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ich glaube, mit dem Aufladen belebe ich Sora wieder, oder? Ja. Aber mach's auch, wenn du stirbst. Gott, wie lange muss man aufladen? Heiliges Licht! Oh mein Gott! Vampirjäger! So, wie kann ich den jetzt finishen? Kombo. Ah, okay. So, jetzt einfach mal Heldenform. Scheiß drauf. Ich bin der Hoffnung, dass das nicht alle Gegner sind hier gerade. Und weiter geht's. Ja, ouch. Da war die Form auf einmal schon zu Ende. Schade. Sehr viel gelevelt habe ich den nicht. Aufwärtsschlitze, Donald Feuer endlich und Maximum HP für Goofy. Aber ehrlich, am Anfang konnte ich gar nichts machen. Ich wurde hin und her geschleudert und war ja schon tot. Ja, lassen wir das komische Viech jetzt hier erstmal verschwinden.
Ob das Verlies wohl hinter der Tür, dieser Tür liegt? Nein, weißt du. Dann los, wir müssen diese Bediensteten befreien. Also gut, gehen wir. Nein, ich sehe Sticker. So. Ich wollte schon sagen, du kannst ja jetzt rauf, oder? Einer Wachenteil. Dass wir immer überall nicht vorbeikommen. Noch einer Wachenteil. Und keine Truhen. Ausnahmsweise mal. There's nobody here. You mean there's nobody to rescue? Did someone say rescue? Oh. Shh. Keep quiet. It might be them. Oh, they look like nice boys to me. We are nice. We're your friends. Yeah. Belle sent us to find you. Wow. I'm Sora. Donald. Goofy. I am self-winding, sir. I am not Goofy. I'm glad you're okay. It is we who are overjoyed to see you. Did somebody put a spell on you guys too? No. Yes, that's right. You've heard. It was the Enchantress. It seems so long ago. It was a cold winter's night. An old beggar woman came to the castle and asked for shelter. But the master of this castle, that is, of course, the prince... Stop that! Put me down this instant! Thank you. Ich glaube, ich hatte ihm damals in den Tagen so einen französischen Akzent gegeben. Bin mir da aber nicht mehr sicher. Naja. Der Prinz belächelte ihre zerlumpte Erscheinung und schickte die Frau davon. Wie entsetzlich. Ui, oder? Yep. Ich hab keine Ahnung. Das scheiß Französisch. Was ich nie hatte. Er war ein verzogener Prinz, so selbstsüchtig und, wie soll ich sagen, grausam. Lumière, was auch immer das heißt. Sie warnte ihn, sie nicht täuschen zu lassen, da man die Schönheit im Verborgenen findet. Und als er sie wiederum abwies, schmolz die Hässlichkeit der alten Frau dahin und eine schöne Zauberin kam zum Vorschein. Sie hatte gesehen, dass es in seinem Herzen keine Liebe gab. Zur Strafe verwandelte sie ihn in ein scheußliches Biest und verzauberte das Schloss und alle, die darin lebten. Unfassbar, was für eine Geschichte. Gibt es etwas, das wir für euch tun können? Wir schnappen uns die Zauberin. Du meinst die schöne Zauberin. Aber nicht doch. Jo. Ihr habt deine Lösung wahrscheinlich schon parat oder so. Wir wissen bereits, was zu tun wäre, aber in seiner gegenwärtigen Gemütslage... Er verhält sich in der Tat seltsam. Er hat uns Backpfeife gegeben. Es ist fast so, als hätte er vergessen, wie man anderen vertraut. Du glaubst doch nicht, dass er in einem in einen Herzlosen verwandelt wurde. Nein. In einen Herzlosen? Oh, nicht doch. Wenn die Herzlosen etwas damit zu tun haben, ist es gut, dass wir hier sind. Dann wollen wir mal die Bestie suchen. Très bien. Hört auf, Französisch zu raten. Das wäre mir gar nicht gefallen.
Wenn die Messieurs mir folgen wollen, ich scanne eine Abkürzung. Okay. Tor. Da haben wir jetzt auch Mickey schon wirklich, wirklich schon gehabt. Wenn wird mich auslachen. So, einfach mal speichern. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Nicht, dass ich schon mal wie in Recode viel zu viel nachspielen durfte. Okay. Abilitamin. Erstmal Abilities neue Aufwärtsschlitze. Oh Gott, 4. Drücke Viereck, um einen Gegner während einer Kombo hoch in die Luft zu befördern. Wahrscheinlich, um dann wieder mit Luftattacken drauf zu kloppen. Das ist jetzt doof. Was nehme ich hier raus? Außer das da. Ach komm, Situationsboost, scheiß drauf. Ja. Donald Feuer. Ausrüsten bitte. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, wie häufig er das mal benutzen soll. Okay. Zelt. Oh Gott. Habe ich nie benutzt. So, durch da. Das soll eine Abkürzung sein. Ah, wahrscheinlich die da oben. Ja. Ach, der Typ. In die Ausgangsposition. Ach cool, das hätte ich ja vorher auch sagen können. Nach euch. Ja, genau, er sagt nach uns. Wo ist er bitte? Mein Gott, diese Franzosen, keine Manieren. Ui. Eigentlich ist das ja keine Abkürzung, aber okay. Also gut, wie kommen wir hier raus? Ich befürchte, dass wir hier nicht so einfach rausspazieren können. Die Tür ist am Ende des Ganges, die am Ende des Ganges liegt, wird nämlich durch eine ganz spezielle Vorrichtung verborgen. Was für eine Vorrichtung? Warum seht her sagt? Seht er. Miep? Die Laterne hat sich gesenkt. Das hat sie in der Tat. Wenn wir es schaffen, alle Laternen in diesem Durchgang anzuzünden, würde sich die geheime Tür öffnen. Aber wie ihr sehen könnt, brennen die Laternen bereits mit einer verzauberten Flamme. Ihr müsst die verzauberten Flammen löschen, bevor ich die Laternen auf normale Weise anzünden kann. Können wir sie denn nicht einfach mit Wasser löschen? Ich befürchte, das alleine wird nicht funktionieren. Aber wenn ihr die Kraft des Lichts benutzt... Hm. Ich probier mal... probier's mal mit dem Schlüsselschwert. Nice. Bravo! Um die verzauberten Flammen zu löschen, nahe an die Laternen herangehen und das Situationskommando alle zusammen benutzen. Ja, ja, ja. Nur noch 3 Laternen. Wenn wir gut zusammen... Gesundheit. Wenn wir gut zusammenarbeiten, haben wir die Tür nur geöffnet. Aha, ein Kinderspiel. So leid es mir tut, aber so ganz einfach ist es leider nicht, mon ami. Ihr könnt schließlich nicht erwarten, dass von Unruhe ewig dort in dieser Kurbel herabbummelt, baumelt.
Ich schaff das schon, Lumiere. Du hast Wachs in den Armen, ich nicht. Wenn er müde wird und herunterfällt, werden alle nicht angezündeten Laternen wieder nach oben gezogen. Bevor ihr weiter könnt, müsst ihr nach der von Unruh sehen. Wenn er wieder zu Kräften kommt, dann hängt er sich wieder von für euch an die Kurbel. Mit dem Situationskommando aufpeppeln, gewinnt Herr von Unruh wieder Kraft. Ja, gut. Irgendwie, naja. Dann wollen wir das mal versuchen. Aber sowas von versuchen. Okay. Wie oft muss ich jetzt hier Dreieck drücken, bitte? Du musst gedrückt halten. Oh. Tue ich doch. Nee, wir müssen alle das machen. Wow. Okay, hier ist noch ein Mana drin. Du da! Nein, nein, der bleibt da. Ja! Okay. So ganz verstehe ich das nicht mit, wann die Laternen wieder hochgehen. Dann müssen wir den Weg frei machen. Oh. Ja komm, Frauchen Wasser. So. Wollen wir die hier schon mal zerstören? Und einmal kurz auf alles andere scheißen. High Potion. Und Metre-Splitter. Hä, von wegen? Die gehen wieder hoch. Und man muss alle nochmal anzünden. Naja. Der Weg müsste ja jetzt komplett frei sein. Aha, geht nur mit dem Abschlusskommando kaputt. Ey, spring. Danke. Kommst du auch hinterher oder wo bist du? Hallo? Muss ich das jetzt verstehen? Wo ist denn die Tasse? Ja, gute Frage. Mein Gott, die brauche aber. Immer schön die Tasse im Auge behalten. Wahrscheinlich nicht zu schnell vorgehen. Ja, die springt mir immer nach, deswegen, okay. Dann ist das geklärt. So, Tür offen. Oh Gott, 24 Minuten nehme ich schon auf. Okay Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.